So, zum Abschluss, bevor wir jetzt dann mit der Musik beginnen, noch ein Blick auf sicherlich den Höhepunkt in der Natur an Formenbildung, und das ist die Spirale. Denken Sie nur von den fernsten Galaxien bis in jede Zelle unseres Körpers. Und so war es für mich eines der wichtigsten Erlebnisse in den 18 Jahren, wo ich das jetzt mache, dass zweimal, bitte nur zweimal, mir sich diese Urform der Spirale gezeigt hat. Phänomen heißt ja auch das sich selbst Zeigende und nicht das von mir Gemachte. Ich kann diese Wasserklangbilder nicht machen. Ich kann immer nur wieder mich bemühen, optimale Bedingungen zu schaffen, drumherum, aber ob es jetzt tatsächlich in der Vollendetheit gelingt, wie jetzt hier, das erste Mal war es in Anführungsstrichen reiner Zufall, ich habe nur eine Frequenz eingestellt, um die Kamera scharf zu stellen, war das Bild da. Dann habe ich es x-mal versucht, ich will das haben, ich brauche das, nix. Und dann irgendwann mal, nicht wann ich wollte, sondern wenn das Wasser wollte, war sie da. Also eine wunderbare Urform, vielleicht die wichtigste überhaupt, wenn man auf Spiralen auftauchen, denkt man an so Wetterprozesse, Tief- und Hochdruckgebiet, es geht immer um Polaritäten und Gegensätze. Und wo die Natur die zwei in einen Dialog, in einen Prozess bringen will, kann sie das, und das weiß die Natur am geringsten, in der Prozessgestalt der Spirale. Deswegen sehen Hoch- und Tiefdruckgebiete so aus, weil in der Atmosphäre geht es um warme und kalte Luft, Polargebiete und Tropen. So, und jetzt ist eben diese wichtige Integrationsstruktur, kann man hier ein bisschen sehen, Sie müssen es schaffen, zwei gegenläufige oder anscheinend gegenläufige Bewegungen in das Wasser zu bringen. Dann muss das Ganze in eine Pulsation übergeführt werden. Aber in 99% aller Fälle, wie jetzt auch hier, im ersten Mal geht es weg zu der Asymmetrie. Also weil diese Form ist irgendwo die faszinierendste, aber auch die labilste. Weil Sie müssen sich vorstellen, auf der Wasser, das ist eine reine, glatte Wasserschale, die gleiche, wie ich es jetzt hier auch habe. Und was Sie an Muster sehen, ist nur Wellenformen auf der Oberfläche. Wenn ich jetzt die Frequenz ändern würde, bricht es sofort weg. Das ist ein höchst komplexes, aber eben sehr labiles Gebilde. Und jetzt können Sie sehen, wie, das stimmt eben die Resonanz noch nicht. Jetzt muss man immer wieder ein bisschen die Frequenz ändern, die Lautstärke ein bisschen und vielleicht mit viel Glück bekommen Sie es dann hin, dass die ganze Schale sich in ihren Wellenbewegungen so harmonisiert, dass dieses stabile Muster entsteht. Und auch da haben wir in der Natur faszinierende Beispiele, die genau nach diesem Bildprinzip aufgebaut sind. Knospen einer Mariendistel oder jedem Gänseblümchen oder Sonnenblumen, Blütenboden, das ist eine faszinierende Struktur, die genau, das weiß man inzwischen, entsteht, wenn diese zwei gegenläufigen Spiralen sich in einer ganz besonderen Weise durchdringen und gegenseitig überlagern. Das ist aber hohe Mathematik, die möchte ich jetzt heute Abend außen vor lassen, weil wir wollen jetzt dann ein Konzert zusammen erleben. Also direkt zum Abschluss dieses wunderschöne Bild der Spirale, die Schnecke, eine Urform auch in der Natur. Interessanterweise genau die Form, in der wir hören. Wir haben ja im Felsenbein, im härtesten Knochen unseres Körpers, eine Hohlform, die genau der Form einer Schnecke entspricht. Also wir haben eigentlich eine Spirale, mit der wir hören. Und das Ohr ist sicherlich das intensivste Wahrnehmungsorgan, was wir haben. Die Polarität, habe ich angesprochen, ist hier innen und außen oder außen und innen. Durch nichts anderes kommt Außenwelt so intensiv in unser Inneres wie durch das Ohr. Und da taucht wieder als Form genau die Spirale.